Oh, Allah. Ich habe eben schon mal aufgenommen, beziehungsweise habe hier eben ein Rennen gefahren und habe dann gemerkt, dass es nicht aufgenommen hat. Das ist natürlich geil. Nach 3 Jahren Inaktivität, glaube ich, hat keine Ahnung bekommen. Nach 3 Jahren Inaktivität ist natürlich auch Ehre, dann so zu starten. So, habe eben voll viel gebabbelt und das werde ich halt alles nochmal sagen müssen. Auf jeden Fall war ich ein bisschen inaktiv, habe ja FIFA und ein bisschen Kreisliga-Videos gemacht. Hat mir keinen Spaß mehr gemacht, bin ich ganz ehrlich. Hat mir absolut keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt wollte ich einfach mal wieder, ich habe mal wieder Bock, auch jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Zeit. Die Arbeit ist jetzt ein bisschen nicht mehr so stressig gerade. Deswegen habe ich jetzt auch echt Zeit und Lust, mal wieder was zu machen. Ich spiele hier mit einem Kumpel, der hat gestern Mario Kart bekommen. Ich spiele Mario Kart schon ein bisschen länger, aber halt auch nicht so aktiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag zocke. Einfach Bock, Mario Kart aufzunehmen. Und das Ding ist halt, mein Kumpel und ich, wir haben jetzt insgesamt 40 Minuten gesucht nach einer Lobby, dass wir zusammen, gibt es da irgendwie einen Trick, dass man da besser joinen kann? Weil wir haben es jetzt so gemacht, dass ich jetzt eine Lobby gesucht habe, eine Lobby gefunden habe. Er wollte nachjoinen, aber die Lobby war dann schnell voll. Und das ging jetzt ewig lang. Manchmal haben wir auch gleiche Lobby gefunden, die direkt voll waren. Dann konnte man nicht mehr joinen. Deswegen hoffe ich, dass ihr da irgendwie mir einen Trick sagen könnt, wie das funktioniert. Oder was heißt Trick? Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöd, um das richtig hinzukriegen. Dass wir online uns finden, ohne halt so ewig lang zu suchen. Das wäre halt echt Ehre, wenn man das in die Kommentare schreiben kann. Und weil wir wollen es öfter jetzt mal spielen zusammen. Und ich hatte auch Bock, das vielleicht öfter aufzunehmen. Ob das gut ankommt oder nicht, ob das Leute gucken, ist mir dann auch egal. Auf jeden Fall geiler roter Panzer. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt hier. Mann! Ich könnte jetzt hier ein bisschen babbeln oder ein bisschen reden hier. Einfach so, was hier passiert. So, ja, oh, hier, ich bin jetzt Achter oder ich bin Neunter. Oh, kein Item bekommen. Oh, fuck. Oh, den überhole ich jetzt. Oh, den kriege ich kaum. Bitte, bitte. Oh, oh. Aber das interessiert doch niemanden. Würde ich mich selber auch nicht abonnieren. Da würde ich mich selber nicht gucken wollen. Deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich hier ein paar Themen rein. Und da habe ich mir gedacht, jetzt, wo das Rennen vorbei ist, in der nächsten Runde werde ich dann mal ein Thema anschneiden. Und das ist gerade aktuell und mal nicht so dieses Corona hier, Corona da. Dann will ich fragen, und wie macht ihr Corona so? Wie ist das bei euch? Wie ist eure Ausgangssperre? Seht ihr? Aber das ist ja, habe ich keinen Bock mehr. Corona, ein bisschen Ablenkung sollte schon mal sein. Ich meine, mein Thema hat mit Corona zu tun, aber jetzt nicht unbedingt ist jetzt Corona relevant. Eben war ich Erster und jetzt werde ich Sechster. Das fuckt mich extrem ab. Und dann werde ich jetzt in dem nächsten Rennen, werde ich dann die zweite, also das ist mein Thema, werde ich dann ansprechen. So, da sind wir jetzt in Staubtrockenurin und zwar das Thema, das ich ansprechen wollte. Ist, wenn ich nicht alles hinkriege, dass die Fußball-Bundesliga. Momentan ist ja eher dieses. Es sind alle gezwiespalten wegen Corona, ob die überhaupt spielen sollen, ob die sich da eine Sonderstelle rausnehmen und ob das nicht unfair ist, weil die ja nur. Du bist ein Fußballer, braucht man nicht. Und ich wollte halt auch mal was dazu sagen, was meine Meinung ist. Ich würde auch gerne wissen, was eure Meinung ist, die hier zugucken. Und zwar. Für mich, ich hoffe ganz ehrlich, dass die Bundesliga wieder losgeht. So, das ist für mich einfach wieder schön, mal samstags auch Geisterspiele. Das ist mir egal in dem Fall. So, es ist schön, mal wieder Fußball zu sehen. Ich meine, Geisterspiele ist ja jetzt, das sind ja nur ein temporärer Zustand. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt immer Geisterspiele sind, sondern nur die restlichen Spieltage, damit die Saison zu Ende gespielt wird. Und ich wäre dafür, komplett, vollkommen. Und es ist schön, wenn wir die Ablenkung haben, ein bisschen für die Fußballfans. Aber viele sind halt dagegen, was ich nicht nachvollziehen kann. Es werden halt Begründungen genannt, wie andere Sportveranstalter und andere Sportarten haben auch abgesagt, haben die Saison beendet. Warum soll Fußball sich dann da eine Sonderrolle rausnehmen? Und ich meine, das steht doch jedem offen, also jedem Verband selbst offen, ob er zu Ende spielen will oder nicht. Zumal bei der Fußball-Bundesliga viel mehr an TV-Gelder dran hängt als bei der Basketball-Bundesliga bzw. bei Handball oder Eishockey. Die finanzieren sich ja durch die Zuschauereinnahmen eher. Und Schalke sag ich, und die Bundesliga zum Beispiel, die braucht die TV-Einnahmen. Das ist der größte Punkt, der dafür spricht. So, es gibt Vereine, die würden das überleben, wenn das nicht gespielt wird, aber das wären halt nur die Handvoll und die. Hey! Und die Vereine, wo in
ich sage, ich will nicht sagen, Investor ist, aber zum Beispiel FC Bayern, RB Leipzig, Hoffenheim, da wo auch eine Privatperson dahinter steckt, die dann auch Geld pumpen kann, die werden es überstehen. Aber so Vereine wie Köln, Augsburg, Freiburg, die werden es auf Dauer auch nicht überstehen. Weg mit dir. Und deswegen, ich bin ganz klar für eine Fortführung der Bundesliga. Und diese 9 Spieltage da, die kriegt man auch nur über die Runde. Und ich finde das Konzept, das die DFL hingelegt hat, ist auch ziemlich gut. Ich versuche jetzt nochmal auf Attacke zu gehen. Ich finde das Konzept gut. Jetzt wäre ich auch noch Dritter, oder? Nee, Zweiter. Ja, Gott sei Dank. Ich finde das Konzept gut. Käseland. Ist die nächste Strecke. Und, wo ich unterbrochen wurde. Ich finde das Konzept gut, was der DFB, die DFL vorgelegt hat. Ich hoffe so sehr, dass sie weitergeht. Jetzt sind zwar auch getestete Personen, also ich glaube zwei Spieler und ein Betreuer vom 1. FC Köln waren es, aber es ist ja klar, dass da irgendjemand getestet ist. Ich finde halt, es ist extrem wichtig, weil vor allem auch die vielen Arbeitsplätze, es sind ja nicht nur die Fußballer an sich, die dann weiter ihren Job nachgehen können. Es geht auch darum, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Von dem Kiosk und von den Subunternehmen, von den Büroarbeitern und was weiß ich, was da noch dahinter steckt. Und das wird oftmals vergessen. So. Ich meine, für mich klar ist es schön, als Freizeitaktivität wieder zu sehen wenigstens. Und wenn ich selber nicht spielen darf in meiner Amateurmannschaft, dann ist es auch wenigstens okay, dass ich es wenigstens gucken kann irgendwie. Es ist mal wieder angenehm. Und wie gesagt, ich hoffe einfach extrem, dass es weitergeht, weil es muss irgendwie weitergehen. Sonst haben wir ganz viele insolvente Vereine bald. Und da wollte ich auch mal wissen, wie das so ist bei euch. Ob ihr da auch Bock habt auf Bundesliga wieder, ob ihr sagt, das braucht man nicht, wir haben andere Probleme. Und dann, ich meine, jede Meinung ist erwünscht, ihr könnt auch mal gerne teilen. Nur ich finde es halt, ich persönlich fände es echt gut, wenn die wieder weiterspielen würden. Und dann muss man auch echt mal, sich auch mal nicht nur dieses Oberflächliche beobachten, sondern halt auch wirklich, was dahinter steckt. Es sind eben nicht nur die paar Fußballer, sondern es sind halt eben, es ist ein ganzer Wirtschaftszweig, der dann zugrunde geht. Und für mich ist es einfach essentiell wichtig, auch dann mal wieder samstags, sonntags eine Ablenkung zu haben. Jetzt ist für mich gerade aktuell sehr wichtig, dass ich hier das Rennen positiv abschließe. Nein, er klaut mir das Item. Das gibt eine Anzeige. Oh, komm bitte. Ich meine, für mich ist das Thema jetzt gerade durchgeredet. Jetzt fahre ich gegen den Zaun und dann ist alles vorbei. Ja, der Erste. Komm, jetzt ein gutes Item. Ein Pilz wäre einfach essentiell wichtig jetzt. Oh, ich habe einen Feuerball getroffen. 4. Platz ist trotzdem noch okay. Dafür, dass David eben noch 2. war, ist er jetzt auf 8 abgerutscht, Alter. So, Marius Piste. Das wird auch das letzte Rennen jetzt sein. Ich denke, ich werde immer so 4 Rennen, vielleicht 3 Rennen, je nachdem, wie viel Gespräch es noch gibt, weil ich möchte keine Runde haben, wo ich da nichts zu sagen habe. Und ich finde jetzt das Thema Profifußball oder Bundesliga ist jetzt durchgekaut. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Kann auch sein, dass ich jetzt 1-2 Sachen vergessen habe aufzuzählen. Gibt natürlich auch Gründe, die dagegen sprechen. Wie zum Beispiel halt, dass es man selber, das. Also mir persönlich fehlt jetzt kein plausibler Grund, aber ein Grund, den ich öfter höre, ist halt, dass man selber ja auch nichts machen darf. Und das finde ich halt ist ziemlich blöd, dieses Argument. Er darf nicht, also ich darf nicht, also darf er auch nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber ja, die Kontakt, also diese Mindestabstand, weiß ich nicht. Also für mich gibt's, Mann! Für mich gibt's kein Argument, was irgendwie plausibel ist, was dagegen sprechen könnte, außer halt der Neid. Oder was heißt der Neid? Also dieses Nichtsgönnerhafte. Deswegen, ihr könnt ja mich gerne eines Besseren überzeugen. Mit einer, guten Meinung, die auch plausibel ist. Und dann wollte ich halt jetzt mal, ich hab Bock, das hier
so wie so eine Art Format durch. Also man darf nie im Mittelfeld sein. Niemals. Du kriegst alles ab. Also dass man das vielleicht öfter machen könnte. Jetzt hat er noch Stern. Ich könnte es so vielleicht einmal die Woche oder so hochladen, vielleicht zweimal die Woche. Und da hätte ich halt Bock. Auch mit anderen Leuten so auf YouTube. Gibt bestimmt auch so Leute, die. Also langsam werde ich sauer. Langsam werde ich richtig sauer. Die dann auch Bock hätten, da zusammen aufzunehmen. Für sich so. Hätte ich echt Bock, mit Leuten zu zocken. Im Discord oder Teamspeak zu schimmeln. Das ist jetzt lächerlich, was ich hier fahre. Und da könnt ihr gerne mal auch. Zum Beispiel, es gibt ja bestimmt YouTuber, die ihr so kleine YouTuber, die ihr feiert. Oder Kumpels von euch, wo ihr sagt, yo, die haben wenig Abonnenten. Ich würde mir das natürlich angucken und dann würde ich mich gerne mit den Leuten auseinandersetzen. Das wäre halt für mich cool, ich hätte Content, wir würden das zusammen machen. Und es ist allgemein viel lustiger und spaßiger, wenn man was mit anderen macht, weil es halt einfach viel mehr Spaß. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier mit einem Kumpel, der aber nicht reden kann dabei, weil er kein Discord hier auf dem PC hat. Und zum Ende jetzt nochmal Sechster zu werden, naja, dafür, dass ich so mehr oder weniger durchgenommen wurde, ist das schon am Ende noch gut. Und da hätte ich, wenn ihr Leute wisst, die da auch Bock drauf hätten, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, wie ihr es nimmt. Macht's gut, haut rein.